Heute spreche ich über ein Thema, was ein bisschen schwierig für uns Männer ist. Und zwar über Sandalen bzw. Latschen. Um dieses schwierige Thema einfach so ein bisschen einfacher zu machen, kategorisiere ich das Ganze in 5 verschiedene Kategorien und wir starten mit Kategorie Nummer 1. Und bevor ich es vergesse, zu jeder Kategorie findet ihr natürlich passende Latschen unten in der Infobox, falls ihr Lust habt, welche zu bestellen. Starten wir mit dem guten, altbekannten deutschen Birkenstock. Ja, man hat vielleicht dieses Bild noch im Kopf von so einem Opi, der so Birkenstock trägt, aber Leute, Birkenstock sind mittlerweile wirklich richtig geile Treter und einfach eine mega Marke geworden. Birkenstock hat zum Beispiel Kooperationen mit diversen Designern gemacht, zum Beispiel mit Rick Owens oder mit Dior. Heißt, ihr kriegt Birkenstock in verschiedenen Variationen, in verschiedenen Farben, die man am Ende des Tages wirklich zu Outfits mega nice kombinieren kann und im Sommer wirklich ein Must-Have für uns Männer sind. Machen wir weiter mit den kultigsten Latschen überhaupt. Diese Latschen sind wirklich der Mega-Sneaker, kann man sagen, unter den Latschen, und zwar die Adiletten. Und ja, Leute, es ist ein sehr entspanntes Gefühl, diese Adiletten zu tragen, auch in Kombination mit Tennissocken. Das Ganze erlebt gerade so ein bisschen wieder einen Hype. Einige Rapper tragen das gerade in dieser Form. Aber die dürfen natürlich hier bei den Latschen nicht fehlen, denn Adiletten sind wohl die meistbekanntesten Latschen überhaupt. Und ich nehme die Adilette jetzt einfach mal als Oberbegriff für diese Art von Latsche. Die gibt es natürlich nicht nur von Adidas, sondern natürlich auch von anderen Marken, wenn man sich diese Art von Latsche anschaut. Und die gibt es in vielen verschiedenen Farben, die man am Ende des Tages auch gut tatsächlich kombinieren kann. Weiter geht's mit der schicksten Art von Latsche, die jetzt hier im Video mit dabei ist, und zwar die Ledersandalen. Die kann man auch super kombinieren zu einem etwas schickeren, eleganteren Outfit, wenn man zum Beispiel im Sommerabend einfach essen gehen möchte, mit einer feinen Hose und einem feinen Hemd, dazu eine Ledersandale, passt sehr, sehr gut. Achtet auf jeden Fall darauf, falls ihr eine Ledersandale kauft, dass es kein K-Leder ist, also kein Kunstleder, sondern wirklich am Ende des Tages echt Leder. Das braucht vielleicht auch ja, 1-2 Spaziergänge, bis die Ledersandalen dann eingelaufen sind, aber wie gesagt, achtet darauf, dass es einfach eine hochwertige Sandale ist aus echtem Leder. Weiter geht's mit den Dingern, die keiner gedacht hätte, dass sie überhaupt wieder zum Leben erweckt werden. Aber dann kam Kanye West und hat die Dinger wieder zum Leben erweckt. Die Rede ist von Pantoletten. Ja, Leute, Rapper tragen sie mittlerweile, coole Moms tragen sie in Miami, Berlin, New York, wo auch immer. Und die Cool Kids, ja, die können natürlich die Finger nicht weglassen von den neu gewipten Pantoletten. Wahnsinn, was das gerade für ein Hype erwischt hat. Jeder hat sie irgendwie in der City an und gibt es in vielen verschiedenen Farben, vielen verschiedenen Formen, werden mit zigtausend verschiedenen Styles kombiniert. Richtig crazy, was da wieder zum Leben erweckt wurde. Inspiriert von den japanischen Zori-Sandalen kommen wir jetzt zu den Hawaiianas aus Brasilien. Allbekannt auch unter den Flipflops. Ich glaube, jeder, der die schon mal anhatte, der weiß, wie angenehm sie zum Tragen sind, gerade wenn man zum Beispiel zum Strand hinläuft. Und auch die gibt es in vielen verschiedenen Farben und eigentlich so die Go-To-Sandale, wenn man einfach irgendwie einen Strandurlaub hat oder wenn man irgendwie duschen möchte am Strand, perfekt dafür. Und by the way, achtet mal drauf, wenn ihr Hawaiianas habt, das Fußbett ist nicht glatt, wie man zum Beispiel von Adiletten kennt, sondern das ist so ein bisschen geriffelt, aus dem Grund, weil sie halt inspiriert worden sind von diesen Zori-Sandalen aus Japan und die hatten so ein Reisbett-Fußbett, sage ich jetzt mal. Und deswegen sind die Hawaiianas einfach so ein bisschen geriffelt. Achtet drauf beim nächsten Mal. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was eure Lieblings-Sandalen/Latschen sind aus diesem Video. Ich bin gespannt, was ihr schreiben werdet. Und tragt ihr die Dinger auch so zu verschiedenen Outfits, ja? Oder tragt ihr die tatsächlich nur im Sommer zu Strandklamotten? Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. Ich werde euch selbstverständlich auch verschiedene Modelle unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr gerne nachshoppen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit euren Sandalen, Latschen, Pantoletten oder was auch immer ihr tragen möchtet.